Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Komm, komm. Fehlschlug. Fech ist tot. Herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ja. So, jetzt haben wir schon mal die Nebenmission abgeschlossen. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben, aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh, und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein. Aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfame-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte ich den Händchen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Wir könnten also zurückgehen zu Brock und Sindri. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo so ein, ob wir jetzt vielleicht nochmal diesen grünen Raben hier rumfliegen sehen. Vielleicht sehen wir den von hier aus irgendwie. Da haben wir auf jeden Fall noch. Das kann doch Atreus, oder? Da kann Atreus was tun. Das heißt, wir kommen hier irgendwie rum. Vielleicht kommen wir darüber jetzt an die Kiste da unten ran. Und jetzt gucken wir mal eben schnell. Fliegt hier. Warte mal, wo ist denn das? Bestimmt fliegt der Rabe da hinten irgendwo da irgendwo rum. Der ist es jedenfalls nicht. Hier ist er auch nicht. Ach, guck mal. Ach so, jetzt dachte ich gerade, es wäre ein Rabe. Nein, das ist ein Blatt gewesen. Schmetterling. Der Geysir. Guck mal, warum sind jetzt so viele Schmetterlinge bei mir hier? Schade, ich sehe den von hier aus nicht. Aber irgendwo hier fliegt der doch rum. Genau, jetzt kommen wir, ja genau, jetzt kommen wir zu der Kiste da unten hin, oder? Ja. Die kommt jedenfalls schon mal näher, die Kiste. Die kommt so schon mal näher. Ach so, ja, aber nicht so nah, wie ich gerne gehabt hätte. Darunter muss ich irgendwie. Dazu muss ich erstmal alles runterstellen wieder, oder? Verkehrt rum. Ganz. Komme ich noch weiter runter? Komme ich nicht? Das gibt's ja nicht auf Steam. Das ist ja God of War von 2022, der neueste Teil, Ragnarök, und den gibt's leider nicht auf Steam. Den gibt's nur auf der PlayStation, also PlayStation 4 und 5 habe ich. Also ich habe den auf der PlayStation 4. Mal, jetzt komme ich zu der Kiste hin. So, gut, mein herzlich willkommen. Guck mal, jetzt komme ich da drüben hin. Schau mal. Ja. Wuhu! Was finden wir denn in dieser Kiste? Ein Portemonnaie. Geschmiedetes Eisen. So, das war's aber schon. Mehr kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Das Rätsel ging ja zu lösen. Das war ja gar nicht so dramatisch. Oh, und hüpf! Ich habe das 2018 auch gespielt. Danach habe ich alle alten Teile auf der PlayStation gespielt. Du kannst ja PlayStation Plus Premium abschließen. Dann kannst du die PlayStation Plus App auf deinem Computer installieren. Und dann kannst du die ganzen alten Teile am Computer nachspielen jetzt. Die streamst du dann über... Also das ist zwar nicht so sonderlich schön. Du hast auch manchmal ein bisschen, dass die FPS einbrechen, dass es nicht mehr so schön aussieht. Aber du kannst die alten Teile spielen. Ja, und leider konnte man God of War Ragnarök heute noch nicht streamen, sonst hätte ich es am Computer schon gespielt. Aber so muss ich es auf der PlayStation spielen. Aber ich habe mir eine neue Capture-Card gekauft und ich finde, mit der macht sich das ganz gut. Noch habe ich jedenfalls kein eingefrorenes Bild hier.
Genau, habe ich also auch so gemacht. Du kannst die PS Plus App einfach über Windows 10 oder 11 oder wie auch immer bei dir auf dem Rechner installieren. Und dann kannst du, wenn du das hast... Eigentlich wegen der stillgelegten Maschine. Kannst du einfach zocken. So. Jetzt gucken wir mal, wie schön. Wir haben also auf jeden Fall die mal ausgemacht. Ja, die Fische kehren zurück. Oh, tatsächlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt da hinten den Raben irgendwo nochmal... Aber den kriege ich jetzt hier nicht. Was haben wir da? Da leuchtet doch auch irgendwas. Schau mal. Was ist denn das? Ach, das ist das Portal, oder? Hier waren wir doch ganz am Anfang. Hier waren wir doch ganz am Anfang, oder? Nee, hier ist eine blaue Kiste. Hier waren wir nicht ganz am Anfang. Da hätte ich sie auch schon aufgemacht. Es wäre schlimm, wenn wir das vergessen hätten. Ja, das hätten wir jetzt, das hätte ja nicht sein müssen, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall ein neues Tor, glaube ich. Oder waren wir hier bei dem schon mal? Nee. Wir können hier Svartalfheim, Muspelheim und Niflheim. Derzeit gesperrt. Derzeit gesperrt. Welt zum Reisen verfügbar, aber ich verstehe gar nicht. Ja, also Ragnarök streame ich. Ich habe eine PlayStation 4. Und auf der PlayStation 4 spiele ich das und habe eine Capture Card. Habe mir für 30 Euro eine bei Amazon bestellt. Und die ist besser als meine Elgato, die ich vorher hatte. Also zumindest momentan habe ich das Gefühl. Ich habe es auch gelesen, wenn man es übertreibt mit der Capture Karte, dann geht die ganz schnell kaputt. Nee. Ich glaube, das ist nicht so. Was das bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Befreiung jetzt fliegen wir jedenfalls erstmal in die. Sollte doch die Welt ins Gleichgewicht in Richtung Ziel. Das ist eine gute Frage und eine beunruhigende. Wenn Heel sich wieder gefüllt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sigruns Bemühungen behindert oder etwas noch Dringenderes sie ablenkt und von Besuchen ab. Selbst von gelegentlich. Ja. So, jetzt können wir mal gucken. Hier ist eine Anlegestelle. Bin ich hier richtig? Danke für das Follow, Soul Goodman. Ja, also wie gesagt, du kannst, wenn du Lust hast, wenn du willst oder sowas, du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben, dann schicke ich dir alles, was ich so habe. Ja, wie gesagt, zum weiter Stream. Mit Thor und Odin-Geschichten? Zum Stream geht es okay. Die Capture-Karte hat sich auch sehr gut einbinden lassen. Tamu. Leichter als die Elgato damals. Ja, er stritt mit seinem Sohn, ging nachts zu ihm und fand stattdessen Thor vor. Und er war Tamurs Sohn. Der die Mauern von Asgard erbaute und Freya etwas Wichtiges zuflüsterte, bevor er verraten und ermordet wurde. Genug. Das setzen wir später fort. Wir haben nämlich noch 7 Meter bis zu unserem Ziel. Jetzt kommt Story, Leute. Wir wollen zu Dürlin? Habt ihr einen Termin? Das ist da. Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Vielen Dank. Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinet und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Kuh hier fehlschlug. Fehlschlug? Komm. Fehlschlug. Fey ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis.
Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Nehmt das. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Ja? Los, aus meinem Büro. Okay, das ist doch bestimmt was für unsere Zwergenfreunde. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Okay, die Suche nach Tier. Dürlins Büro in Richtung Hafen verlassen. Danke, Ismok, für das Share des Livestreams. Danke für die Likes. Naja, dieser Kopf tropfte mit seinem Mutter den Boden voll. Ich muss doch sehr bitten. Oh, und er spricht sogar. Tiner, das musst du dir ansehen. Bekannt kommt er mir auch vor. Ich hab bloß ein Allerweltsgesicht. Und das ist wohl auch das Einzige, was du hast. Wir sollten gehen. Okay, die Gespräche finde ich einfach so cool. In Richtung Hafen. Das heißt, wir sollen also in hier rausgehen. Warum hat er mir eine Strafe gegeben? Was kann ich damit tun, mit dem, was er mir da gegeben hat? Danke, Ismok, für die Likes, für die vielen Likes. Wir sehen jetzt hier Stahlgriffe und verfluchte Herrscherinnengriffe. Kann ich einfach ranbauen. Haben wir mal gemacht jetzt. Okay. So, jetzt geht's weiter, Leute. Noch weiter Story geht jetzt weiter, meine ich jetzt. Okay, da haben wir aber das Viehzeug. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Ah, okay. Dann werden wir die Feinde erstmal wegschießen. Da haben wir erstmal den ersten. Okay, der spuckt dann gleich irgendwelchen Rotz, der nächste. Hau ab, du Vieh, ey, Kreppel. Ah, mit ihrem komischen Gift, ne? So, R3. Ja, das war dann einfach kaputt. Okay, wir hatten jetzt die Axt hergeholt. Die wollte ich... Den hat man schon mal erwischt. Gift von oben, ja. Schade. Hallo. Wo ist das Mistvieh jetzt? Bam. Und noch mehr. Okay. Jetzt habe ich wieder Probleme mit meinen Fingern hier, die ganzen Knöpfe zu drücken. Mann! Oh. Kommst denn du jetzt nachher? So, okay, mach den noch weg, so. Atreus, schieß mal! Oh, noch einer, oder was? Oha. Jetzt wird's aber langsam ganz schön eng. Oh, da sind noch mehr. Oha. Da sind noch einige. Komm mal da hoch. Warte mal, da müssen wir jetzt da... Dann machen wir die jetzt mal richtig kaputt. So, da haben wir erstmal gut Schaden gemacht. Oh, erstmal schön selber ein bisschen... Jetzt können wir nach da drüben erstmal hüpfen, oder? Zack.
Schiff zu deiner Linken. Und komm her, du kleine Axt. So, komm, mach den kaputt hier. So, ist es erstmal weg. Noch einer. So, haben wir auch kaputt. Kann man erstmal die Kiste... Ne, kann ich nicht. Bestienfetzen habe ich aufgesammelt. Oh, das war geil. Das war gut. Das hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Haben wir jetzt gemacht? Das schaffst du irgendwas ein, oder? Was macht er da? Hinter dir! Gib! Wo denn? Wo denn? Letzter Gegner! Letzter Gegner, na bitte, das ist doch erstmal eine Sache. Und da ist auch deine Kiste bei dem. Ach komm! Bäm, kaputt machen, so. So, erstmal das zurück, dann erstmal die Kiste aufbrechen hier. Also gut. Ich wollte eigentlich die Vase kaputt machen. Ich glaube, Dylin zeichnete den Weg auf. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Tja, du hast den gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Hier! Dylin hat uns geholfen. Nicht okay. Jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Ah, okay, dann werden wir also mal in die Mine gehen müssen. Die Mine jenseits des Berges. Naja, okay. Was ist das da unten noch? Was hat der? Da ist auch noch eins, oder? Was macht das? Hier haben wir das ja auch schon gemacht. Kann ich mich jetzt hier ranhängen? Ja. Kann ich nicht. Okay, was ist jetzt der Sinn dahinter, dass wir diese Kräne kaputt machen? Da ist auch noch was. Ich bin noch am überlegen, was der Sinn dahinter ist. Ich kann jetzt da rüberspringen. Aber ich kann nichts mit dem machen, oder? Kann ich denn hier vielleicht irgendwas damit machen? Auch nicht. Da geht's. Ah, da ist auch noch was. Achso, hier hätte ich einfach auch darüber springen können. Aber da müssen wir ja, glaube ich, hin. In die Richtung. Puh. Dann Andreas ist auch. Ja. Andreas kann also auch Bomben zerschießen. Mach einfach alles kaputt. Alles wird zerstört. Kratos, der macht einfach alles kaputt. Okay, wir müssen irgendwo hier. Irgendwo müssen wir hier lang. Geht ja nicht anders. Hier ist auf jeden Fall nochmal was zum Einsammeln. Achso, da drüben geht Atreus schon lang. Dann heißt das, wir gehen also jetzt hier rüber über die Brücke. Hä? Ah, hier ist eine Tür. Ich glaube, da ist etwas. Okay, durchs Tor ist er durch. Hier ist gerade ein Vogel angeflogen. Ach, schön. Und ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Okay. Irgendwas ist mit Faye schiefgegangen, was gar nicht geplant war. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Zwergenzug, ah, okay. Wir haben hier noch... Zeug, ich guck mal, ob hier was Wichtiges rumliegt. Da hinten ist eine Kiste. Dann natürlich nehmen wir die mit. Wir hatten lange keine Kiste, wo man irgendwelche Glocken oder sowas Rätsel für lösen muss. Ich hoffe, das kommt auch so schnell nicht. Da ist auch noch was. Mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Ja, noch bin ich nicht bereit, weil hier liegt Zeug rum. Okay, was ist das? Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Aha, also das heißt, ich komme darüber, wenn ich hierfür irgendwas habe. Ja. Okay, also heißt das, hier muss es irgendwas Neues geben.
Hier waren wir gerade schon. Na gut, dann müssen wir jetzt mit dem Wagen fahren. Mit dem Zug. Jetzt bin ich aber gespannt, Leute. Da kommt bestimmt gleich wieder eine Story, irgendeine Szene. Schauen wir uns doch mal in Ruhe an, was ist hier passiert. Der Atreus sitzt da. Ach, hier unten, da siehst du das Rad da unten. Hey, da. Seilwinde. Diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrli, er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebrannt. In seinen Kopf. Ja, das in Dürrlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Rodan. Ja, und der Träger des Giatlehorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Wir sind wohl da. Na los. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Okay, da ist noch ein Zug. Wir gucken erstmal, gibt's hier irgendwie ein Seil? Nö. Die Suche nach Tier. Ah ja, okay. Ach, da, warte mal. Da war doch gerade ein grüner Vogel. Von wo kommt der? Da war doch gerade ein grüner Vogel. Ich bin nicht blöd, Leute. Da war doch gerade. Da ist er doch. Haha, ja moin. Das war ja First Try. Das ist mir nie gelungen. Wenn die sich bewegt haben. Das war richtig Glück gerade. Einfach vorbeigeschossen auszusehen. Was habe ich mich da gerade angestellt beim letzten Mal in dem ersten Teil? Das war ja schlimm. Ein Tier zu finden, unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tyr frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Ah, okay. Tyr ist ja Kriegsgott. So wie das auch Ares einst war und dann Kratos. Und Athene so ein bisschen auch. Ich hätte natürlich auch eine Figur von Ares kaufen können oder von Athene. Habe ich aber nicht gemacht. Ausgeschaltet aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg. Dem Erbauer der großen Halle Lir. Okay, wir haben 3 von 6 Sachen gefunden. Was ist das da? Irgendwas Rotes? Ein Schmetterling? Guckt euch mal die Details an, Leute. Hier sitzt einfach ein roter Schmetterling. Also ein orangener. Ist das nicht total cool? Bin ich richtig? Ich denke, ich weiß es nicht. Ich wollte ja eigentlich erstmal drumherum gucken, aber wenn ich jetzt schon richtig gelaufen bin. Oh, ein toter Drache, ein Krokodil. Oh, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Hey, ich frage mich. Was ist los? Ah ja, okay. Einer war tot.